Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Herzog Zentoll hat es sich in den Kopf gesetzt und er wird es versuchen umzusetzen. Er wird versuchen, seinen Ritter Ismail, den ehemaligen muslimischen Kämpfer, der den christlichen Glauben angenommen hat, zu einem christlichen König zu machen, denn Ismail stammt aus einer großen Familie, hat Ansprüche auf große muslimische Ländereien und diese Gelegenheit will Zentoll nutzen, nicht aus Eigennutz. Das wird ein Krieg sein um Land, das am Ende nicht Zentoll gehört, sondern das ein neues christliches Königreich werden wird. Und darum geht es ihnen ja, um die Sache der Christenheit, um die Sache der Reconquista. Allerdings müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Geduld zeigen. Noch ist es nicht so weit. Wir sollten noch etwas stärker werden. Wir können noch mehr Soldaten haben. Wir brauchen noch etwas Zeit. Wir könnten vielleicht auch noch ein bisschen investieren. Es wäre sogar möglich, den Papst wieder um einen Steuernachlass zu senken, für die Sache absolut nachvollziehbar. Allerdings ist es so, dass nach wie vor der Plan ja besteht, Camilla, unsere jüngste Tochter, ins Kloster zu schicken, als eine Art Bußeleistung, sie mit Gott zu verheiraten und ihn dadurch zu versöhnen. Da gab es ja ein paar schwierige Vorfälle. Das ist der Plan. Dafür brauchen wir aber Frömmigkeit, die noch nicht da ist. 350. Ja, insofern werde ich nicht um einen Steuernachlass bitten. Wir gucken mal, wie es laufen wird. Im Notfall ist das eine Sache, auf die wir zurückgreifen können. Vorher werden wir das auch nicht mit Camilla machen. Der Krieg wird also einiges entscheiden. Wir müssen also mit dem Geld auskommen, das wir haben. Ich will das Geld aber trotzdem investieren. Ich werde es investieren in Onaga. Die werde ich verbessern, weil wenn wir zwei Onaga haben, ist es sogar möglich, unsere Armee aufzuteilen und möglicherweise zwei Parallelbelagerungen zu führen. Das wäre eine feine Sache. So, bis dahin gibt es keine großen Pläne, außer nochmal der Hinweis, dass Onmeka, die Nonne, leider hier verschwunden ist. Nach dem fehlgeschlagenen Versuch hat sie vermutlich fluchtartig unseren Hof verlassen. Sie fand es wohl nicht sehr angenehm. Und sie ist aber, Schande über sie, an genau den muslimischen Hof geflohen, den wir in Kürze angreifen wollen, zu Malik Abdul Wahab. Und das ist natürlich ein Ding. Gut, gucken wir mal, ob dabei noch was passiert. Ansonsten gibt es leider keine andere Frau, die wir derzeit zur Nonne machen können. Insofern muss wieder auf Hilfsmittel zurückgegriffen werden. So, aber wir machen erstmal weiter. Ist auch ganz gut, wenn wir ein bisschen Geld sammeln. Durchdachte Diplomatie. Mein Ratskanzler Graf Rahn hat hart daran gearbeitet, benachbarte Reiche und Vasallen davon zu überzeugen, dass der Friedensvertrag, den ich mit Malik Ruan von Umayyad Olmedo eingegangen, befehlhaft. Okay. Das ist insofern interessant. Die Frage ist, ob uns das noch einen Zwischenkrieg ermöglicht. Ob das sinnvoll ist. Wir könnten zum Beispiel diese kleine Exklave noch erobern. Er hat nicht viele Männer und er hat auch nur einen Verbündeten. Einen internen Verbündeten. Okay, der Krieg wäre wirklich sehr einfach machbar. Gibt es, ich meine, es gäbe sicher sogar noch lohnenswertere Ziele. Okay, das ist ein Artefakt-Anspruchskrieg. Aha, da ist ein Kriegsziel eines größeren Gegners. Aber vielleicht ist es doch sinnvoll, das schnell mal nebenbei zu erobern. Wisst ihr was? Ich glaube, das versuchen wir mal. Krieg erklären. Wir haben Anspruch auf was? Das Scheichtum von Astorga. Was ist damit gemeint? Ach, da hinten. Okay. Das ist aber eigentlich nicht unser Ziel. Hier, das Scheichtum von Al-Kanis, das wäre das Ziel. 40. Und er hat nur diese 434. Das ist doch schnell gemacht, oder? Ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit, erklären schnell nochmal diesen Krieg hier. Und werden unsere Truppen natürlich hier ganz in der Nähe ausheben. Und hoffentlich einen schnellen Sieg erzielen.
indem wir möglichst schnell diese Burg erobern und dann vielleicht nochmal zur Hauptstadt dort ziehen. Okay, die Gemeinde ist bekehrt in Valencia, das ist gut, hervorragend. Dann ist die Frage, wo machen wir weiter? In unseren Besitztümern natürlich. Saragossa ist katholisch, Valencia jetzt auch. Teruel natürlich nicht, Murcia auch nicht. Wir haben eine Entwicklung von 10, davon 9. Ja, wir machen Murcia weiter, nicht wahr? 8 Jahre dauert dies. Okay. So lange dauert die Belagerung nicht, sondern nur 4 Monate. Die müssen wir aber erstmal geduldig abwarten. Das ist das Kriegsziel. Das wird uns nicht gleich 100% bringen. Dazu müssen wir noch ein bisschen mehr erreichen. Aber das ist ja machbar, oder? Oh, was ist jetzt? Wir stehen an der Schwelle des Todes. Ernsthaft. Weil die Verwundung immer noch nicht ausgeheilt ist. Das ist natürlich... Oh Gott, das ist ja sowas von tragisch. Er hat noch so... Er ist 58. Er ist noch so voller Lebenslust und hat noch so viele Ziele. Ich kann es nicht fassen. Okay, also die Belagerung ist erfolgreich gewesen. 10% Kriegsstand. Ja, bei Weitem nicht ausreichend. Gut, der tickt jetzt hoch. Wir müssen zur Hauptstadt ziehen, aber das andere ist ja viel drängender. Es wäre so wichtig, einen guten Arzt zu haben. Ich meine, wir haben einen Arzt, aber Germanos ist nun wahrlich nicht gut. Wir können auch nicht aktiv ihn bitten, uns zu heilen oder so, ne? Wir gucken mal. Nee, das geht auch mit Rechtsklick auf ihn nicht. Die Verwundung bleibt. Ha. Okay, also es kann sein, dass wir weiterleben, wenn diese Verwundung ausheilt. Das ist, glaube ich, jetzt der entscheidende Faktor. Wenn das aber nicht innerhalb eines Jahres passiert, ist es das gewesen. Und wir können das auch nicht großartig forcieren, soweit ich weiß. So, hier haben wir noch eine größere gegnerische Armee. Die können wir vielleicht erstmal angreifen. Wir werden mal sehen, wo sie hinzieht. Naja, in unsere Richtung. Sollten wir dann vielleicht auch. Da ist ein wichtiger Anführer mit dabei. Ja, doch nicht so ganz in unsere Richtung. Ah, sie zieht weiter weg. Unangenehm. Gut, dann doch bitte zur Hauptstadt. Dann ist das das bessere Ziel. So, aber die Verwundung scheint nicht geheilt zu werden. Die Frage ist, wann können wir denn wieder nach einem Arzt suchen? 937 am 5. März. Das könnte noch in Reichweite sein. Vielleicht haben wir Glück. Ansonsten würde seine Zeit hier mit so einem läppischen Krieg enden. Das wäre ja auch wirklich tragisch. Okay, 4 Monate. So, jetzt ist der Moment gekommen. Wir werden die Suche beginnen nach einem Arzt und hoffen wir mal, dass jetzt jemand Fähiges uns vorgestellt wird. Im Moment wird uns noch niemand vorgestellt. Doch, jetzt hier. So, Ranieri, den kennen wir doch schon. Der war doch unfähig. Den hatten wir doch das letzte Mal schon gesehen. Oh Gott, und er ist genauso unfähig. Sogar noch unfähiger. Was machen wir da? Wir können nichts tun. Also Germanos selbst hat einen höheren Bildungswert als dieser Ranieri. Und insofern, es gibt auch keine andere Eigenschaft, die ihn zu einem besseren Arzt macht, als es Germanos ist. Und der ist schon ein schlechter Arzt. Ja, es hilft nichts, Leute. Es hilft nichts. Das war's nicht. So, okay, eine Fraktion gegen uns. Wir haben auch noch Gefangene, um die wir uns kümmern können. Aber ich werde, ich denke, erstmal die Belagerung hier beenden. Die kleine Feindarmee marschiert in unserem Rücken, tut aber nichts. Wir sind angeblich in einer strategischen Sackgasse, die ich nicht so sehe. Graf Rahn und Graf Raimond sind am Kartentisch.
besprechen die Strategie. Vran schlägt mit der Faust auf den Tisch und fordert lautstark, dass wir einen direkten Sturmangriff auf den Feind durchführen. Ja, kommt, das klingt schon nach einer vernünftigen Sache, das klingt schon nach Zentoll. Das machen wir. Entschuldigt, wir könnten es sogar tatsächlich machen. Aber die 17 Tage können wir jetzt auch noch abwarten. Kriegsstand tickt schon jetzt für uns. Wir haben uns ein... Oh mein Gott! Ein Elixier der Jugend angeeignet. Ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt der König vielleicht in diese Hoffnung stürzt, dass ihm das was nützt. Aber ich sehe gerade, das ist scheinbar irgendwas, was wir ausstellen können, oder? Wo ist denn das hin jetzt? Das Elixier? Ich sehe es nicht. Das ist ein Hofartefakt. Ja, ja, genau. Es ist ein Podestgegenstand und deswegen nützt es uns nichts. Wie tragisch. Aber vielleicht versucht er trotzdem irgendwie ein paar Tropfen davon zu trinken. Vielleicht hilft es. Aber noch stehen wir auf der Schwelle des Todes. So, was machen wir für unseren Kriegsstand? Eine feindliche Armee sehe ich nicht. Dann ziehen wir zur nächsten erreichbaren Festung. Was Besseres bleibt uns im Moment nicht. Wir könnten aber den Plan eigentlich mal vollziehen und die Armee halbieren, beziehungsweise wir machen das mal manuell, weil wir... Warte mal, können wir nicht Onager trennen? Das sind doch 10. Größe 2 von 3. Kann ich die nur insgesamt drüber schieben, hä? Das war doch nie so. Jetzt bin ich verwirrt. Ich konnte doch... Ah nein, konnte ich nicht. Stopp mal, wir brauchen tatsächlich... Das ist Unsinn. Wir brauchen... Ah, ja, ja, ja. Ich habe das verwechselt. Wir brauchen tatsächlich... Halt hier. Wir bräuchten ein neues Kriegsvolk, um es zu teilen. Logischerweise. Ich hatte sonst immer mehrere Onager. Kriegsvölker. Das ist auch durchaus sinnvoll, das zu haben. Insofern war der Grundgedanke nicht ganz richtig. Aber... Sie beschleunigen möglicherweise die Belagerung. Freiwillige unter den Neubekehrten, sehr schön. Und Wahida ist gestorben, meine Bekannte. Feindarmee nach wie vor nicht in unserem Gebiet unterwegs. Jetzt ziehen sie dorthin. Wir haben das nächste Gebiet besetzt. 54%. Wollen wir jetzt erstmal versuchen, die Feinde abzufangen? Kann das uns irgendwas bringen? Der Befehlshaber ist Malik Juan. Ist der irgendwie relevant? Ja, er ist es selbst. Okay, dann lohnt es sich vermutlich, diese Schlacht hier zu schlagen. Vielleicht nehmen wir ihn gefangen und können diesen Krieg schnell beenden. Aber wir haben nach wie vor unsere Wunden. Oh, ich habe irgendwie meine Armee tatsächlich auch sogar geteilt. Und das bedeutet nach wie vor, das Ende ist nahe. Ich habe das Gefühl, das Jahr ist auch bald zu Ende. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr. Wir haben aber noch einen Lebenswandel zur Verfügung. Hilft uns der irgendwo? Nee, die Komplottstärke, Hauswache, das hilft uns nicht in der hier... relevanten Angelegenheit. Hof machen wäre natürlich für die Nonne eine schöne Sache gewesen, aber daran denken wir jetzt gar nicht. Das sind andere Themen. Ja, dann nehmen wir vorbereitete Einberufung. Oder vielleicht Unglücksritter. Vielleicht brauchen wir für den anstehenden großen Krieg, an den wir immer noch glauben, noch Söldner. So, jetzt kommt es erstmal zur Schlacht. Und damit tatsächlich zum Sieg, weil wir den Malik gefangen genommen haben. Wir können diesen Religionskrieg erfolgreich beenden und haben dann auch noch dieses Land hier erobert. Immerhin das. So, damit haben wir ein Besitztum zu viel. Das können wir aber auch erstmal so lassen. Oder es gibt irgendwie einen, der sich hier ganz doll aufdrängt. Wir gucken mal ganz kurz. Die Jure ist das Herzogtum von Aragon. Da haben wir selbst Besitztümer.
Und ansonsten einige Grafen, nicht wahr? Emmerich, der hat aber schon zwei Grafschaften. Und Graf Vran, der hat auch schon zwei Grafschaften. Und dann gibt es noch Saragossa, das gehört uns. Das war's dann, glaube ich, ne? Ja, sind insgesamt 6. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir behalten das erstmal. Das will ich mir noch ein bisschen überlegen. Und wer weiß, vielleicht erübrigt sich ja auch jetzt jegliche Überlegungen. Wir müssen komplett neu überlegen, wenn es hier wirklich zum großen Erbfall kommt. Also, wir lösen erstmal die Armee auf. Eine Jagd zu veranstalten. In diesem Moment. Aber es gibt noch etwas anderes. Eine Liebeserklärung. Brandimera. Eine 37-Jährige. Oh, es ist wieder eine religiöse Eiferin. Okay, da, und es ist die Frau von Ismael. Besonders pikant. Aber vielleicht kann uns das auf andere Gedanken bringen. Vielleicht wieder ins Leben zurückholen. Ich flaniere gerade mit einigen der Fürsten des Hofes durch den Garten, als mein Höfling Brandimena daherkommt. Ich trete beiseite, um sie vorbeizulassen. Doch zu meiner großen Überraschung versperrt sie mir den Weg und kniet vor mir nieder. Bevor ich dies auch nur ansatzweise verarbeitet habe, fängt Brandimena an zu singen. Schnell erkenne ich das Lied. Es ist eine berühmte okzitanische Liebesballade. Ich habe sie schon von mehreren Musikanten gehört, aber noch nie so gut und leidenschaftlich. Endlich mal eine Frau, die gut singen kann. Wir haben da schon Schlimmeres erlebt. Die intensiven Gefühle des Liedes spiegeln sich im Blick von Brandimena wider, der auf mir ruht. Sie schaut keinen einzigen Herzschlag lang weg. Ja, okay. Also, Brandimena wird versuchen, mein Herz zu erobern. Wir sind bereit, erobert zu werden, denn sie ist genau der Typ von Frau, der uns gefällt. Oh mein Gott! Die Wunde ist verheilt. Ernsthaft. Wir sind nicht mehr verwundet. Das hat doch was mit Brandimena zu tun, oder? Wir haben wieder Lebensmut geschöpft. Und rückt unser eigentliches Ziel näher, das wir jetzt, denke ich, auch umsetzen sollten. Aber auch eine Selbstkasteiung ist an dieser Stelle natürlich auch möglich. Aber wir wissen, wie schwierig so eine Verletzung ist. Jetzt, oh, das ist jetzt eine schwierige Abwägung. Aber ich würde mal sagen, wir sollten nochmal nach einem Arzt uns umschauen. Oh, schon wieder Ranieri. Und den anderen kennen wir doch auch schon wieder. Es sind immer dieselben, die uns hier angeboten werden. Das ist ja widerlich. Nein, die wollen wir nicht. So, und ich denke, wir schauen uns erstmal an, genau, wir schauen uns erstmal an, was wir für eine Gefangenen wir hier haben. Das ist ja immer noch interessant. Okay, wir haben ein muslimisches Mädchen. Bekehrung verlangen ist da möglich. Rekrutieren ebenso. Ich würde sagen, ja, das machen wir. Sie kommt an den Hof. So, dann haben wir Scheicha von Olmedo. Sie ist die Frau von einem Prinzen. Dem Scheich von Olmedo dort. Okay, also da kann man davon ausgehen, dass eine Bekehrung nichts bringt. Wird sie auch nicht annehmen, weil sie religiöse Eiferin ist. Okay, damit hat sich die Sache eh erledigt. Der Scheiterhaufen wartet. So, dann haben wir Jimeno. Auch er gehört zur Umayyaden-Dynastie, die uns nichts sagt. Aber auch hier, denke ich, können wir Bekehrung und Rekrutierung vollziehen und dem am Hofe dann unterrichten. Das ist ganz gut. Und dann haben wir einen 54-jährigen religiösen Eiferer und damit ist auch klar, auch er wird brennen. So, wie wir mit den Kindern umgehen, das klären wir später. Wir haben übrigens hier einen Grafen und ich glaube, im Zuge jetzt unserer Pläne halte ich es für legitim, also einen Grafen, gegen den wir ein Druckmittel haben, auch der war mal ein Gefangener, halte ich es für legitim,
Oh, ich sehe gerade, ja doch, wir müssen das Druckmittel anwenden, dass wir hier ein hohes Aufgebot verlangen. Das bringt am Ende nur 10 Leute, aber vielleicht kann das nochmal wichtig werden. Wir werden schauen. Okay, so weit, so gut. Tja, wir sind... Ah, wir können bis 3400 unsere Armee noch erhöhen. Sehe ich das richtig? Wobei, ja doch, müsste so sein. Gut, die Kinder kommen jetzt erstmal in unsere Obhut. Insofern sollten wir auch wirklich die Zeit noch abwarten. Wir können ihm aber jetzt schon sagen, bitte Armee organisieren. Da geht mir dann auf 3600. Und weil die Sache wirklich knapp ist, werde ich das Ganze auch wirklich abwarten. 7277 gegen 6135. Hm. Ja, unsere Verbündeten sind auch etwas stärker geworden. Ebon selbst ist aus dem Gefängnis freigekommen. Und seine Truppen haben sich auch erholt. Werden die noch stärker? Nee. Ja, unwesentlich. Ja, ja, wir müssen da auch alle unsere Verbündeten mitholen. Also das wird ein Krieg an der Grenze des Machbaren. Brandimena ist nicht allein in ihrem Versuch, meine Gunst zu gewinnen. Immer häufiger nähert sich mir meine Vasallin Bürgermeisterin Helioas. Naja, also bitte. Obwohl, sie ist auch eine religiöse Eiferin, aber sie ist zu alt für das, was wir wollen. Und ihre anfänglichen höflichen Komplimente werden immer intimer. Aber heute beim Abendessen hat Bürgermeisterin Helioas zu viel getrunken und sich über mein Gewand erbrochen. Ja, wie widerlich. Ohne zu zögern kam Brandimena und half mir aus dieser Misere. Ja, okay, also wir... Brandimena ist unsere. Wie heroisch. Großartig. Wir könnten es eigentlich von unserer Seite auch versuchen, aber wir lassen sie erstmal ihre Schritte gehen. Gut. So, wir wollten noch warten, bis wir hier aufs Maximum gekommen sind. Wobei, das geht manchmal sehr, sehr langsam. Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Jetzt auch noch eine Krankheit. Ob Herzog oder Bauer, hochwohlgeboren oder gemein, all das spielt keine Rolle. Am Ende sind wir doch alle sterblich. Daran wurde ich erinnert, als ich in den frühen Morgenstunden Husten erwachte und mein dumpfer Schmerz in Kopf und Kehle pochte. Ihr scheint ein wenig unpässlich zu sein, mein Fürst. Ich kenne eine ganze Reihe von passenden Mittelchen. So. Jetzt ist natürlich die große Frage. Also, ich sag mal so, vermutlich wäre es das Vernünftigste zu sagen, tut nur das Nötigste. Aber er steht davor, jetzt einen ganz großen Schritt zu gehen. Er ist in gewisser Weise ungeduldig, was dies betrifft. Er will den lange vorbereiteten Plan endlich umsetzen. Er ist ein Eiferer. Und er fühlt, sein Schicksal liegt in Gottes Hand. Deswegen wird er das Ganze jetzt forcieren. Oder er könnte natürlich auch sagen, Gott schützt mich. Und man braucht jetzt gar nicht irgendwie eine besondere Behandlung. Das wäre auch legitim. Das wäre auch nachvollziehbar aus seiner Sicht. Ja, ich glaube, er hat ein großes Gottvertrauen. Doch ich revidiere hier meine Position. Er sagt nicht, für Vorsicht ist es viel zu spät. Nein, er vertraut, dass Gott erneut an seiner Seite stehen wird und ihn schützen wird. So wie es er gerade schon mal getan hat mit der Verwundung. Ihr erinnert euch, ne? Tut nur das Nötigste. Gott wird es richten. Ein wenig besser. Auf Anweisung von Germanos legte ich mich ins Bett. Dann musste ich ihm die Hände reichen. Danach begann er, meine Handflächen kräftig zu reiben und auf sie zu klatschen, bis sie knallrot waren. In dieser Behandlung wurden anschließend auch die Fußsohlen unterzogen. Zum Abschluss kniff er mich noch sanft entlang sämtlicher Glieder. Diese merkwürdige Prozedur stellte sich als genau das heraus, was ich brauchte. Fürs Erste sind die schlimmsten Symptome gelindert und die Welt wirkt ein wenig freundlicher. Großartig.
Und damit wird er auch zum Jungarzt. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Okay, und damit stellt sich mir langsam die Frage, ob nicht diese Ereignisse auch vielleicht dazu führen, dass er seine ganze Perversion in gewisser Weise überdenkt. Weil er sieht, dass das irgendwie so eine Art Teufelskreis ist, dass er auch durch dieses Bußetun, durch das Selbstverletzen von seinen Plänen abgehalten wird. Interessante Frage. Ich denke, darüber wird er nachdenken. Gleichzeitig wird er aber auch diesen Krieg vorbereiten. Krank sind wir dennoch, aber die Auswirkungen sind gelindert. Gelindert. Das heißt, uns steht noch ein bisschen Leben, bevor die Lebensspanne hat sich erstmal wieder geöffnet. Ich denke nicht, dass er jetzt durch Selbstkasteiung seinen Plan selbst torpedieren wird. Im Gegenteil. Ich denke, der Moment ist gekommen für einen Angriff, für die Kriegserklärung. Also, wir wollen Ismaels Ansprüche durchsetzen. Der Krieg wird schwer werden, das ist klar. Aber er wird geführt werden. Es geht um alles, es geht um das Königreich. Nicht irgendwelche einzelnen Provinzen, die wir hier noch sehen. Teilansprüche, nein, es geht ums Ganze. 750 Prestige sind hierfür nötig, die hat er zum Glück. So, und damit steht uns eine große Auseinandersetzung bevor. Und die Frage ist, werden wir es schaffen? Wird Centol das Ganze überleben? Auch das ist ja eine große Frage. Und werden seine Verbündeten treu an seiner Seite stehen? Denn nur dann kann vermutlich dieser Krieg auch nur erfolgreich geführt werden. Wir werden all unsere Truppen ausheben, 3600 Leute. Wir werden vermutlich versuchen, zuerst auf die Hauptstadt vorzurücken, um möglicherweise mit ein bisschen Glück den Maliken selbst schon in die Hände zu bekommen. Das wäre natürlich die halbe Miete und dann noch ein paar Burgen. In der Hoffnung, dass die Armeen vielleicht woanders, nein, sie sind aber nicht woanders, aber dass die Verbündeten zumindest nicht so schnell da sind. Oh, vermutlich muss sogar erst noch eine große Schlacht geschlagen werden, bevor wir überhaupt die Hauptstadt erreichen können. Denn der Gegner hat schon selbst eine etwa gleich starke Armee wie die unsere. Naja, es wird spannend. Aber, liebe Leute, den Fortgang der Geschichte erleben wir dann gemeinsam erst in der nächsten Staffel, die ganz normal dann wieder auch ablaufen wird, nicht alle zwei Tage wie bisher. Wann die starten wird, seht ihr wie gewohnt im Programmkalender. Link in der Videobeschreibung. Ich freue mich sehr darauf. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.